Moin Moin Leute, da sind wir also wieder bei Let's Play Fußball Manager 13 mit dem FC Schalke 04. Wir haben es also in die nächste Pokalrunde geschafft. Jellefhausen und Philipp Hofmann brachten uns da auf die Siegerstraße. Und ich habe hier mal einen eingegeben, und zwar Dybala. Sollte ich mal gucken. Paulo Dybala vom US Palermo. Gutes Sturmtalent. Werden wir gleich mal scouten. Wer hat hier nichts zu tun? Klaus Fichtel, glaube ich, war. Philippe Andersson scoutet er gerade. Naja, den sollte er auch noch scouten. Ja, den soll er den danach scouten. Hoffentlich macht er schnell. Ich glaube, das macht er nicht schnell. Dann sollte ich mal gucken nach Stefan El-Sharawi. El-Sharawi ist hoffentlich richtig. Jawohl, so richtig geschrieben, Doppel-A im zweiten. Aber ob wir uns den schon leisten können? Wohoho, nee, der ist ein bisschen teuer für uns. Den bräuchten wir uns erstmal nicht im Sturm holen. Das ist natürlich ein richtig guter. Ägyptisch-Italiener. Hat letzte Saison wie viele Tore erzielt? 7 in 28 Spielen, nicht doll, aber 8 Torvorlagen auch. Und davor hat er 12 Tore erzielt und 10 Vorlagen, also... Hat letzte Saison ein kleines bisschen gestreikt, will ich mir nicht sagen. So, dann sollte ich mal gucken, wie sich Gareth Bale mittlerweile entwickelt hat. Oh, da ist er. Gareth Bale spielt noch weiterhin bei Tottenham Hotspur. 45 Millionen wert, Stärke 86. Verdient 8 Millionen im Jahr. Hat letzte Saison, gucken wir mal, was hat letzte Saison gesagt? 35 Spiele, 12 Tore, 14 Vorlagen. Was für eine Marke für einen linken Mittelfeldspieler. Beziehungsweise für einen Flügelspieler. Davor die Saison hat er in 34 Spielen 6 Tore und 7 Vorlagen, also er wird immer besser. Hammer, Mann, der Typ, wie viel hat er in der Champions League erzielt? 8 Spiele, 3 Tore gegen uns, war er nicht wirklich auffällig. In der Champions League letztes Jahr, wir haben ja zweimal gegen Tottenham gespielt im Achtelfinale. So, wen kann man noch nachgucken? Glaube ich, ich gucke mal fix auf meinen Zettel, ob da noch was draufsteht. Ah ja, nach Pierre-Emerick Aubameyang. Den haben wir falsch geschrieben wahrscheinlich. Natürlich, klar. Nicht Aubameyang. So, da haben wir ihn. Pierre spielt noch bei Saint-Étienne. Stärke 75. Ich meine, den könnten wir uns ja holen, ne? Als Sturm-Backup. Wie viele Tore hat er letztes Jahr gemacht? 30 Spiele, 8 Tore. So schlecht ist er ja nicht, ne? Ich meine, Dortmund hat ja viel Freude an ihm. Ein bisschen Geld haben wir auch noch. Wie viel verdient er momentan bei Saint-Étienne? 2,5 Millionen fast. Ja, als Sturm-Backup könnten wir ihn auf jeden Fall noch gebrauchen. Und vor allem kann er ja auch Flügel spielen, ne? Ja, naja, doch, rechts Außendach. Da müssen wir unser System vielleicht umstellen. Pierre-Emerick Aubameyang. Sollen wir den nach Schalke holen? Würde ich halt schon überdauern, wir wollen ihn nach Schalke holen. Komisches Ding, ne? Aber... Obwohl, eigentlich wäre es ja... Also, im Sturm brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Also, das können wir uns auf jeden Fall alle einig sein. Im Sturm brauchen wir noch einen. Und glaube ich, da werden wir dieses Geld auch ausgeben. Ja, gut, die möchten ihn nicht abgeben. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für, natürlich. Aber wir nehmen ihn mal ins Blickfeld. Und vielleicht können wir ja einen Wechsel provozieren. Vielleicht können wir da ja einen Wechsel provozieren. Schauen wir mal hier nach. Was gibt es hier noch Neues? Çalhanoğlu wird nutzt bei uns. Nicht verfügbar. Gentner, Neustädter. Da machen wir... Wie gesagt, Neustädter hab ich schon geäußert mich zu im letzten Spiel. Er hat viel geleistet für uns, aber... Ja, wenn ein Angebot kommt, dann lassen wir ihn gehen. Wir werden ihn nicht häufig raus anpreisen. Mindestens 10 Millionen sollten geboten werden. Wenn er nicht geht, dann geht er halt nicht. Wir brauchen die Breite im Kader. Was haben wir noch? Mitroglou, Schieber, den brauchen wir alles nicht. Was soll ich hier? Transfervorbereitung, genau. Da wollte ich immer im Blickfeld. Aubameyang. Ich bin daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Da haben wir wirklich Interesse. Und wenn wir mal hier Auftragberater, gibt es nicht sowas immer? Ne, gibt es hier gerade nicht. Vergleich, Spielerinfo. Oder gab es hier nicht mal das Auftragberater Entwicklungsprognose? Ne, gibt es hier gerade nicht. Was haben wir hier noch? Vergleich mit oder Notizbuch öffnen? Ne, auf jeden Fall gut. Zwei Spiele, ein Tor hat er bisher gemacht bislang in dieser Saison in der Ligue 1. So, was haben wir hier in der Transferhistorie? Ja gut, da sind schon einige dabei natürlich. Gut. Schauen wir mal rein. Gabsiat Kolasinac, den können wir nochmal verleihen. Dieses Jahr. In die erste Liga. Hat Vertrag bis 2018. Und Zwischens ändern. Zur Laie, weil der wird uns nicht viel Einsatzzeit kriegen. Büttner ist da die Nummer 1. Dann haben wir Hertha noch dahinter. Den werden wir für 400.000 Euro ruhig ausleihen nochmal. Ohne Kaufoption natürlich, Änderung übernehmen. So, Sead Kolasinac. Spieler anbieten. So, guck an, sogar hier in der ersten Liga. Suchen uns auch in Köln, jawohl, als Aufsteiger. Da wird er spielen, gucken wir mal rein hier fix.
Was haben die als linken Verteidiger? Christian Eichner, ja, da ist Kolasinac natürlich die bessere Variante. Also bieten wir Köln mal Sead Kolasinac an. Sehr schön, da wird er auch spielen, denke ich mal. So, sonst haben wir noch Garex. Härtner haben wir auch. Hildebrand, ja, der wird hier ein bisschen vereisen, aber okay. Wir machen schon mal die Aufstellung hier fertig. Zack. Jetzt haben wir Benny Hövedes. Ja, also er könnte Rechtsverteidiger spielen, aber wurde mir ja vorgeschlagen, dass ich Hövedes Rechtsverteidiger spielen lassen soll. Aber hier ist Fähigkeiten 74. Da sind wir eigentlich mit Uschi besser aufgehoben. Aber Papadopoulos und Price werden erstmal die Innenverteidigung übernehmen da. In den nächsten Spielen. Und ja, natürlich wird Kevin Prince Boateng hier auf die 6. Position gehen und Isco im rechten Mittelfeld. Also da gibt es keinen Wind und Aber. Sonst haben wir Clemens Goretzka auf der Bank. Neustädter könnte auch noch auf die Bank rücken für Kolasinac erstmal. Machen wir, ist immer die vorläufige, der vorläufige Kader für das Spiel gegen AC Mailand. Wir gucken nochmal auf den Kalender, ob wir das Spiel gegen... Ach, das ist ja jetzt sofort schon. Oh, stimmt, ja. Das ist ja jetzt sofort schon, einen Tag später. Also nach dieser Folge werden wir das Ding hier schon schaukeln. Das ist ja ganz klasse. Oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Folge da nicht zwischengeschoben. Brian Oviedo zum FC, vom FC Everton zu Arsenal. Okay, so, 20. Woche war auch Fun dabei. Mal sehen, wo das Spiel stattfindet. Erstmal auf in Abwehrsrunde der Vorbereitung. Oh, gleich im Jugendbereich. Gar nicht erst bei uns. Gucken wir nach. Timo Schmidt ist dabei. Profitiert von einem sehr guten Jugendtrainer. Sehr schön. Und André Braun profitiert auch von einem sehr guten Jugendtrainer. Georg Rittert. Profitieren alle von guten Jugendtrainer. Damian Krajewski, Innenverteidiger. Ja, und das war's dann auch schon mit der Vorbereitung. Angebot für Tribünennamen haben wir auch schon. Wieder so gut. Ja, Fitnessfrische ist noch in Ordnung. Gut, die Spieler halten so gut durch. Haben wir nicht umsonst ein paar geschont auch. Für Spiel und Kevin Prince Boateng trifft da gleich natürlich auf seinen Ex-Verein mit AC Milan. Das ist natürlich, da wird er sein Debüt, sein Start-F-Debüt für den FC Schalke 04 in einem Pflichtspiel geben. Und erneut sind wir zu Gast im Santiago Bernabeu, wo das Supercup-Finale stattfinden wird. Also dieses Jahr fahren wir ganz schön oft nach Bernabeu, nach Madrid. Muss man ja mal zugestehen, natürlich. So. Gemeldet hat sich da noch keiner. Angriff Tribünennamen, das werden wir gleich mal gucken. Wieder natürlich EA Sports. Verhandeln, versuchen wir wieder mehr Geld rauszukriegen hier. Ja, okay. Jetzt unterschreiben wir mal. Jetzt haben wir hier also die EA Sports Ecke. EA Sports Kurve. Entschuldigung, haben wir hier noch irgendein Angebot? Ne, da haben wir alle vergeben. Hauptsponsor ist aber noch EA Sports. So, New Center Verein. Was können wir hier noch machen? Sponsoring, Kartenverkauf. Da ist momentan alles vergeben, was 64.000 angeht. Da haben wir gegen Dortmund, müssen wir einen Pokal auch mal gleich Top-Zuschlag reinstellen. Ansonsten, jo. Champions League-Gruppen sind auch noch nicht ausgelost. Die kommen dann auch noch dazu, die Dinger. Also dann gucken wir mal rauf, wie weit sind die Jungcamps. Die sind auch natürlich im Bau. Das erste in Rostock wird in 66 Tagen schon eröffnet, das ist schön. So, danach können wir mal die Trainingswoche einstellen. Und zwar, ja, leichte Erholung fürs Liga-Auftaktspiel gegen Gladbach. So, gucken wir auf die Aufstellung gegen AC Milan. Moraes im Tor, Büttner, Papadopoulos, Price, Uchida, Boateng, Isco, Renato Augusto, Draxler, das ist, glaube ich, die beste Elf, die wir aufstellen können. Oder, nee, Philipp Hofmann kommt nicht, jetzt kommt spielt Jelle Fossen. Price ist ein bisschen müde. Weiß nicht, werden wir da vielleicht doch Höfe das einsetzen? Hm, oder doch eher Kirchhoff? Ja, ich nehme den fitteren Kirchhoff in die Innenverteidigung für Price. Was kann der noch spielen eigentlich, Price? Linker Verteidiger noch ein bisschen. Wenn er eingespielt ist, kann er da auch ganz gut spielen, also. Das ist doch in Ordnung. So, Roman Neustädter auf der Bank. Clemens Goretzka. Ist in Ordnung oder können wir noch, sollen wir noch einen anderen mitnehmen? Ne, haben wir nur Verteidiger auf der Bank. Auf der Reserve. Tribüne meine ich. So, News Center. Angebote. Können wir vielleicht nochmal um Pierre-Emerick Aubameyang kümmern? Ne, zu wertvoll fürs Team. Hm. Bleibt auf jeden Fall erstmal im Blickfeld oder Ruf wird zu teuer werden. Ansonsten brauchen wir eigentlich im Moment erstmal nichts mehr. Natürlich wären Stürmer noch gut. Das sollten wir auf jeden Fall noch holen, aber
Ja. Ja, die Folge ist ein bisschen kurz. Leute, die Folge ist ein bisschen kurz. Was können wir uns sonst noch angucken? Unsere Leihspieler spielen natürlich noch alle noch nicht. Wie hat die zweite am Wochenende gespielt? Haben die gespielt am Wochenende oder nicht? Halt, hier Ergebnisse, Reserve. 4 Spieltage sind rum. Sie haben nur 1-1 gespielt gegen Duisburg. Da laufen die Leverkusen und die Kölner ja schon ein bisschen weg. Natürlich nicht so schön. A-Jugend, wie sieht's da aus? Die sind Erster. Gut, haben jetzt ein Spiel gespielt. B-Jugend ebenso. Nationaler Pokal, okay, das ist klar. Wir können mal gucken, was so an ablösefreien Spielen noch umherläuft. So, dann stellen wir gleich mal ein hier auf 99. Das muss ich auch mal einstellen. Das ist ja Quatsch, was da immer ankommt. So, Mindeststärke natürlich auch 70. Und dann vereinslos. So, haben wir noch. Michael Carrick ist zurzeit vereinslos. Rafinha? Ne, ist ein anderer Rafinha. 21 Jahre jung. War mal, glaube ich, Barcelona, glaube ich, ne? Genau. Ist ein Bruder von Thiago. Ist das der? Ja, das ist der Thiago, der Bayern ging, ne? Oh, das ist der Bruder davon. Ah. Okay. Joe Cole ist vereinslos. Das sind aber noch Gerard Deulofeu. Bekannt vielleicht noch aus dem FM12 Let's Play mit Augsburg. Da haben wir den mal ausgeliehen gehabt. Hier ist er verfügbar. Na gut, links außen eher. Unter Vertrag nehmen und verleihen, würde ich sagen. Ganz einfach. Schaden kann es ja nicht, ne? Gerard Deulofeu. Vertragsverhandlung. Ein gutes Gehalt könnte ihn überzeugen. Für höchstens 3 Jahre möchte er unterschreiben. Erst unterschreibt er für 2 Jahre. Oh. Dicker. Das ist ein bisschen viel, das Gehalt. 3 Millionen reichen da vollkommen aus. Hinzufügen. Beide kriegen eine Option und Verlängerung. Ne, ist in Ordnung erstmal. Und dann Angebot unterbreiten. Hoffentlich kommt er noch in dieser Kontrollphase. Dann können wir ihn nämlich auch gleich noch ausleihen. Was haben wir noch? Carmelo, Luis Garcia, Kasim, Ivica Olic. Auch noch vereinslos. Das wäre natürlich einer für den Sturm noch. Na gut, nicht wirklich. Olic schon auf jeden Fall nicht rot hin. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Backup für den Sturm. Er kann mal im Probetraining was zeigen. Joe Cole auch noch vereinslos. War zuletzt beim FC Liverpool. Okay, Leute, dann war es heute erstmal eine kurze Folge. Wir wollen natürlich ins Spiel, ins Supercup-Spiel. Ja, Leute, wie gesagt, ab ins Supercup-Spiel. Danke fürs Zuschauen heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.